Hey, willkommen auf meinem Kanal Fitness Beast. Heute wollte ich die Duroc Dips machen. Und zwar aber ohne Ketten. Dafür habe ich ein Kettlebell, 16 Kilo Zusatzgewicht will ich dazu machen. Und gucken wir mal, wie viel Wiederholung ich so schaffe. Und schaut euch das Video gerne an. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Danke für den krassen Support nochmal. Wir sind jetzt schon fast bei 100 Abos. Vielen Dank dafür. Okay, also hier ist die Kettlebell, 16 Kilo, also ist echt, also nicht fake oder so. Und hier tue ich in die Tasche rein. Und los geht's. Also wichtig bei Dips sind, ist, dass man das 90 Grad also bleibt, nicht pendelt hin und her. Das ist, das bringt euch nicht viel. Und wer schön sein will, muss leiden, aber nicht mit Muskelkater natürlich. Das ist nicht so gut. Das müsst ihr beachten. Also nicht jetzt übertreiben. Und sonst macht ihr euch nur Risse in den Fasern, Mikrorisse. Und das schadet nur euch, das bringt euch gar nichts zum Wachsen, Muskelwachstum bringt das gar nichts Gutes. Und ja, so, okay, also legen wir mal los. Die Beine, halt die Knie so nach hinten und dann gerade runter gehen. So lang. Also Dips sind sehr gut für die Brustmuskeln und natürlich auch für die Arme. Das war eine Verschnaufpause. Dann geht's gleich weiter. Okay. Kilo sind echt schon viel. Boah, wie schafft der Rock das nur mit so fetten Ketten, ey? Okay, er wiegt auch über 100 Kilo, kein Wunder. Ich wiege 70 Kilo nur zurzeit. Plus, minus so. Und ja. Ich mache jetzt nochmal ohne Gewicht. Gucken, wie viel ich schaffe. Also 10 muss ich auf jeden Fall schaffen. Okay, die Dips waren jetzt nicht so sauber, wie sie sein sollten. Das liegt daran, dass das nicht die perfekte Höhe ist. Das ist zu niedrig. Normalerweise muss man schon so, muss das so in die Höhe sein. Und ja, aber ich habe es so gut wie möglich geschafft, wie ich konnte. So Leute, ich wollte euch noch eine weitere Übung zeigen für den Trizeps mit meiner hässlichen Gewichtsübung. Okay, jetzt geht's los. Also ich tue halt, ich stühle hier so auseinander, die Beine drauf. So. Und dann langsam runtergehen. Okay.
war's erstmal für das Erste. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr vergesst nicht zu abonnieren und kommentiert gerne in ein Video rein, das ich als Nächstes machen soll. Und vielen Dank dafür, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.